Hört man Wodka, denkt man automatisch an Russland, Kartoffeln und Kaviar. In Wirklichkeit ist Wodka weltweit vielfältig. Ich begrüße Sie jetzt herzlich zu einer neuen Folge von Inside World Spirits von den Shots und begrüße dazu auch recht herzlich Florian Rentschin. Herzlich willkommen, Florian. Schön, dass du heute bei uns bist. Hallo, Wolfgang. Wie kommst du zu Wodka? Lange Rede, kurzer Sinn. Grundsätzlich, ich habe schon ganz, ganz früh angefangen, Cocktails zu machen auf Straßenfesten und so. Und da beschäftigt man sich automatisch mit den ganzen Spirituosen und fragt sich, welche Spirituose nehme ich wann, wofür. Und Wodka hat mich irgendwie immer fasziniert, weil da war es nicht ganz so klar und mir war auch nicht klar, warum es zum Beispiel keinen deutschen Wodka gibt. Zudem kommt noch hinzu, dass meine Oma hatte immer eine Flasche Wodka im Eisfach und irgendwie hat sich da ein Bezug aufgebaut und irgendwann dachte ich mir, man müsste auch mal in Deutschland guten Wodka herstellen. Das heißt, du hast im Grunde genommen den Eisbrecher gespielt, was diese Situation angeht. Aber was sagst du eigentlich zu dem Mythos, dass Wodka jeder assoziiert bzw. verbindet mit Kartoffel, mit Russland? Was ist eigentlich wirklich die wahre Geschichte dahinter? Die wahre Geschichte ist ganz, ganz schwierig. Die Geschichte, die erzählt wird, ist, dass Wodka entweder aus Russland oder aus Polen kommt. Und die ersten Aufzeichnungen stammen wohl nachweislich aus Polen von 1405. Die Kartoffel kommt aber aus Südamerika und hat irgendwann erst 1496 Christoph Kolumbus nach Europa gebracht. Von daher, Kartoffel ist erstmal falsch. Die ersten Wodkas waren tatsächlich aus Getreide. Nur die Frage ist, ob das tatsächlich aus Polen oder Russland kam, weil die ersten Destillationen haben ja in Italien stattgefunden, beziehungsweise die erste wirklich Destillation wissenschaftlich aus dem Brennapparat war schon um 1250 von einem Bischof aus Regensburg. Von daher könnte man da noch mal genauer nachschauen. Okay, das ist eine Übung für sich, aber was ich einmal gehört habe, dass eigentlich der Wodka im Polen zu Hause wäre und dass der Status eines Wodkas im Grunde genommen mit jener eines Cognac vergleichbar war, auch was die Lagerung angeht. Ja, Wodka ist ja ursprünglich letzten Endes nur das Wässerchen. Und das Wässerchen ist in Polen und Russland, kann das alles gewesen sein. Also auch die ganzen Obstdestillate waren früher erstmal Wodka. Und es wurde sowohl aus Obst als auch aus Getreide das Wässerchen hergestellt. Und dadurch, dass die Wässerchen damals nicht ganz so von toller Reinheit waren, hat man sich natürlich der Fasslagerung bedient, beziehungsweise war auch das Holzfass ja lange Zeit fast die einzige Möglichkeit, Flüssigkeiten lange Zeit aufzubewahren. Ob das jetzt Wein war oder Branntwein, spielt da erstmal keine Rolle. Ja, gilt eigentlich für alle alkoholischen Flüssigkeiten. Wie würdest du den Wodka generell einteilen? In welche Qualitäten, beziehungsweise welche Unterschiede sind da signifikant? In was ich es einteilen würde. Also im Prinzip, das, was in der Literatur steht oder das, was man nachlesen kann, ist, dass es zwei Stile gibt. Einmal einen Western-Style und einmal einen Eastern-Style, beziehungsweise New World und Old World. Heißt im Prinzip, der alte Wodka oder Eastern-Style-Wodka ist der Wodka, der ein bisschen mehr Geschmack hat. Und dann gibt es noch den neuen Stil, den Western-Stil. Das sind Wodkas, die grundsätzlich eher neutraler sind und fast wenig bis gar keinen Geschmack haben. Geschuldet ist das Ganze der alkoholherstellenden Industrie, die versucht eben nicht nur Wodka herzustellen oder den Alkohol für Wodka, sondern möglichst neutralen Alkohol, also Neutralalkohol, der keinen Geschmack hat, weil der ja eben Basis auch für ganz andere oder ganz viele andere Spirituosen ist. Okay, was sind eigentlich weltweit die Grundstoffe für eine Wodka für eine klare Wässerchenproduktion? Also letzten Endes gesetzlich geregelt heißt es aus allen also Wodka ist per Definition eine Spirituose
aus Alkohol landwirtschaftlichen Ursprungs. Das bedeutet, Wodka kann im Prinzip aus allem hergestellt werden, was landwirtschaftlichen Ursprungs ist. Die Grundzutaten sind aber hauptsächlich Weizen, Roggen, Gerste, also sprich Getreide und Kartoffeln. Und in der EU ist es so, wenn es weder aus Getreide noch aus Kartoffeln hergestellt wird, dann muss es aber auf dem Etikett deklariert sein, kann dann aber auch aus Weintrauben oder Äpfeln oder Birnen oder was auch immer hergestellt werden. Und wenn es außerhalb der EU ist, was wird dann als Grundstoff verwendet bzw. herangezogen? Na, Grundstoff sind erstmal Getreide oder Kartoffeln. Und wenn es außerhalb der EU ist, kann auch innerhalb und außerhalb der EU auch aus Weintrauben, aus Melasse, aus Zuckerrohr hergestellt werden. Nicht zu verwechseln mit dem Rum. Es geht hauptsächlich darum, dass der Alkohol über 96% destilliert wird und das macht ihn dann mehr oder weniger schwarz und Wodka. Nein. Ich habe gehört, in Australien, Neuseeland wird ja auch Molke verwendet. Das geht auch, klar. Ja. Eigentlich kann aus allen, weltweit kann aus jedem Grundstoff eigentlich ein Wodka produziert werden. Das Wichtigste ist, dass er eben rein ist. Nur, wenn ein Destillat destilliert wird, wie bekommt man es rein von der Destillation bis eben zur Flaschenfüllung? Grundsätzlich braucht man, um einen guten Wodka herzustellen, eine große Destillationsanlage. Also so eine kleine Anlage, wie sie sehr, sehr viele Obstbrenner auch haben, reicht ja nicht aus, sondern ich brauche eine große sogenannte Rektifikationskolonne, in der der Wodka mehrere Dutzend Male hintereinander destilliert wird, bis er, und das ist in der EU vorgegeben, auf über 96% Volumen kommt. Ja. Und das geht eben nur durch sehr, sehr viele Destillationen. Bei uns zum Beispiel haben wir eine Rektifikationskolonne mit 48 Destillationsböden, in denen der Wodka nach oben läuft und dann mit 96,4% aus der Kolonne rauskommt. So, wir waren im deutschen Korngebiet. Da wird ja der Korn auch teilweise mit 96 oder 96,2 destilliert. Nur, der ist ja noch immer nicht rein. Da sind ja noch immer Aromen da. Wie wird der reingemacht? Ja, das kommt jetzt drauf an. Will ich, dass der Wodka noch ein bisschen Geschmack und Charakter hat, dann reicht die Destillation aus, weil es ist halt die Frage, ist das Korn vorher rein und bekomme ich dann ein sauberes Destillat oder habe ich vielleicht Rohstoffe, die nicht ganz so sauber sind? Dann schmeckt vielleicht das Destillat auch nicht und dann macht es Sinn, den Alkohol noch weiter zu destillieren oder vor allem durch Aktivkohle zum Beispiel zu filtern, um wirklich einen letzten Rest an Geschmack rauszuholen. Aber das ist eine Grundsatzfrage, ob man eben den Geschmack bewahren will, wenn er gut ist, oder ob man eben den Geschmack loswerden will, wenn er vielleicht nicht so gut ist. So, und jetzt haben wir eigentlich die Gruppen wieder mit Old Eastern, New Western Style. Das heißt, New Western Style Produkte sind im Grunde genommen sehr, sehr rein, sind sehr, sehr oft filtriert auch, oder? Ja, genau. Also New Western, da geht es ja im Prinzip darum, ein möglichst neutrales Destillat zu machen. Also die Grundregel ist, je neutraler, je geschmacksneutraler, desto besser für den Alkohol. Ist eben nur die Frage, welchen Geschmack man sich entledigt. Ja. Okay, dann gehen wir zu einem Kornbeispiel wieder. Was ist denn eigentlich der Unterschied zwischen einem Korn mit 96 oder 96,2% Destillationsschnitt und einem Old Eastern Style Wodka? Preisfrage. Letzten Endes, einmal ist es so, Korn hat ein deutlich strengeres Reinheitsgebot, das ist mal das eine. Und Korn darf einen klein bisschen höheren Methanolgehalt haben. Und daran hängt sich es letzten Endes auf. Also bei Wodka muss der Methanolgehalt per Gesetz sehr, sehr niedrig sein. Bei Korn darf er ein bisschen höher sein. Guckt man wieder ins Gesetz, ist es so, dass Korn eigentlich nur bis 95% destilliert werden darf und Wodka muss über 96% destilliert werden. Und da ist im Prinzip der Hauptunterschied, dass alles, was bis 95% aus Korn gebrannt wird, Korn sein kann. Und alles, was über 96% ist, ist eigentlich Wodka, sofern die Methanolgrenzwerte eingehalten werden. Okay, dann sind im Grunde genommen die gesetzlichen Bestimmungen dahinter ausschlaggebend und natürlich auch die Intensität der Aromatik. Genau. Wobei der Wodka ja auch
per Gesetz Geschmack haben darf, weil der darf ja seinen Eigengeschmack darf er schon haben. Er muss nicht neutral sein. Okay, weil du das gerade ansprichst, aber wenn das der Fall ist, dann muss auch auf der Etikette der Grundstoff draufstehen, zum Beispiel Süßkartoffel. Wenn Süßkartoffel draufsteht, dann darf eine gewisse Aromatik von der sensorischen Beurteilung her erkennbar sein, die mehr als Eastern-Style ist. Siehst du das auch so? Das würde ich gar nicht mal so streng sehen, aber natürlich tut ein Hersteller sehr gut daran, draufzuschreiben, was drin ist. Also sobald der Wodka irgendwie einen Charakter hat, eine Aromatik hat, ist das ja, und dass die Spirituose an und für sich gut schmeckt, tut der Hersteller ja gut dran, draufzuschreiben, aus was es gemacht ist. Sonst ist am Ende der Verbraucher mehr verwirrt, als es sein müsste. Jawohl, und so aber gehört... genau, das ist ja der Punkt, dass man eben draufschreiben kann, ist aus Süßkartoffeln gemacht oder ist aus Roggen gemacht, schmeckt dann entsprechend unterschiedlich und dann kann man es dem Verbraucher überlassen, welchen Wodka er kauft und welchen Wodka er gerne trinkt. Okay, gehen wir wieder auf den New Western Style zurück. Wenn was rein ist, rein gemacht wird, wie wird das gemacht? Welche Hilfsmittel werden dort zum Machen eingesetzt? Na, hauptsächlich ist es Aktivkohle, weil die Aktivkohle, die größtmögliche Oberfläche hat, um wirklich effektiv jegliche Aromen und jeglichen Geschmack, jegliche Verfärbung einfach aus dem Destillat rauszuziehen. Also Verfärbungen sind hoffentlich nicht vorhanden, aber Geschmack kriegt man am besten mit Aktivkohle tatsächlich entfernt. Okay. Und es gibt natürlich andere Filtrationsmethoden, die aber weniger effektiv sind oder gar keine Effektivität haben. Also häufig werden nochmal Sandfiltrationsmethoden genannt. Oder so Sachen wie Diamanten, aber Diamanten haben keine Filterleistung und also zumindest keine Filterleistung, die für Wodka relevant wäre. Es macht schön, das Produkt mit Diamanten gefiltert zu werden. Es macht das Produkt schön. Ja, das meine ich jetzt. Spaß beiseite. Ich habe gehört, dass ja auch teilweise Salz dazugegeben wird, wenn das Produkt filtriert wurde, um das Produkt in eine gewisse Richtung zu geben. Da werden ja teilweise auch Hilfsmittel hineingesetzt, oder? Von der Industrie. Ja, von der Industrie auf alle Fälle, ja. Also das große Problem, vor dem die Industrie ja steht, ist, dass ja die meisten als Rohstoff für ihren Wodka einen Neutralalkohol zukaufen. Also auch die großen Hersteller kaufen bei der alkoholherstellenden Industrie große Mengen Neutralalkohol zu. Und wenn jetzt zwei Marken den gleichen Grundalkohol einkaufen, dann unterscheidet sich ja der Wodka der eine nicht vom anderen ganz grundsätzlich. Ja. Und man versucht dann eben nach dem Zukauf des Neutralalkohols noch Einfluss auf die Qualität zu nehmen. Und da haben wir mehrere Möglichkeiten. Einmal kann ich versuchen, den Neutralalkohol, den ich zukaufe, nochmal zu filtern und zu versuchen, diesen Neutralalkohol zu verbessern. Ich kann ihn aber auch noch schön mit Salz, mit Glycerin, mit Zugabe von Zitronensäure, um eben das Mundgefühl des Neutralalkohols noch mal ein bisschen zu verbessern. Aber im Prinzip wird der Alkohol im Nachhinein nur ein bisschen noch geschönt und man versucht, ein bisschen von der alkoholischen Schärfe abzulenken. Und das ist eben auch der Hauptunterschied zwischen einem handwerklich hergestellten Wodka, weil im Handwerk, wenn man dem Wodka mehr Geschmack lässt, bekommt die Qualität noch mal eine andere Bedeutung, weil ich von vornherein sauberer arbeiten muss, weil ich mir Fehltritte während dem Einmeischen oder während der Fermentation später nicht durch irgendeine Filtration rausziehen kann, sondern im Prinzip ist die Grundregel, je besser die Rohstoffe, desto besser ist das Destillat. Und wenn das Destillat halt aufgrund von Rohstoffen nicht richtig gut ist, dann habe ich später beim Neutralalkohol halt noch die Möglichkeit, über Glycerin oder Zitronensäure oder mehr Filtration kann ich noch Einfluss nehmen und das Produkt versuchen zu verbessern.